Ich konnte auf einmal ganz frei gebärden. Wir können alles, außer hören. Das ist das Einzige. Sonst können wir alles. Für mich ist wichtig, dass Gehörlose als Politiker etwas Normales sind und nichts Besonderes. Es gibt was zu feiern. Vor 20 Jahren, genau am 27. April 2002, trat das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz in Kraft. In diesem Gesetz steht in § 6 der entscheidende Satz, für den viele Gehörlose in Deutschland lange gekämpft haben. Die deutsche Gebärdensprache ist als eigenständige Sprache anerkannt. Doch kam das Bundesgesetz nicht ganz von alleine. Es waren vor allem die Behindertenverbände, die sich für ihre Rechte stark gemacht haben. So wurde das Benachteiligungsverbot, wonach niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf, 1994 im Grundgesetz verankert. Ein paar Jahre später, 1999, wurde nur wenige Meter von hier entfernt im Berliner Abgeordnetenhaus das Landesgleichberechtigungsgesetz verabschiedet, in dem erstmalig die Gebärdensprache anerkannt und der Anspruch auf Dolmetscher festgehalten wurde. Die anderen Bundesländer zogen mit ihren Gleichstellungsgesetzen nach. Die deutsche Gebärdensprache ist also längst anerkannt. Doch fühlt es sich für die Gebärdensprachgemeinschaft auch praktisch und im Alltag so an? Wir haben drei Menschen getroffen, die uns von ihren Erfahrungen berichten. Oh Gott. Wenn ich mich an die Zeit erinnere, als ich im Deutschen Gehörlosentheater unter Feuerbaum spielte, mussten wir alle LBG machen. Das hieß damals aber noch nicht lautsprachbegleitendes Gebärden. Es hieß Mundbildgebärdensprache. Die Definition und der Begriff passten eigentlich gar nicht. Richtig wäre eher LBG gewesen. Alle waren gezwungen, ihren Text so zu lernen, dass sie ihn ganz genau mit Gebärden begleiten konnten. So wie ich auch. Und wenn ich die anderen so anschaute, war es auch keine Freude. Hart war es. Manche Sachen verstand man auch gar nicht. Es war komisch. In diesem Alter glaubt man schon wieder an Wunder. Er hat dort wahrscheinlich eine Vorführdame zur Mutter gemacht. Glück muss man haben. Wenn es zu Ende war, kam die Erleichterung. Geschafft. Gleichzeitig wurde mir davon schlecht. In meiner Familie sind alle hörend und sie wussten nichts über Gehörlosigkeit. Damals fühlte es sich irgendwie komisch für mich an. Meine Geschwister bewegten ihren Mund und sprachen miteinander. Ich versuchte es auch, konnte es aber nicht. Mit 4 kam ich dann ins Internat und sah zum ersten Mal Gebärdensprache bei gehörlosen Kindern, die gehörlose Eltern hatten. Und das wurde für mich zur Normalität. Ich fühlte mich wohl in der Gebärdensprache. In der Schule war das aber verboten. Sie waren ja rein lautsprachlich. Und wenn ich im Internat von Erziehern beim Gebärden erwischt wurde, gab es eine Strafe. Man musste ins Bett, durfte nichts essen und so weiter. Ach, schlimm. Ich machte dann ein 4-wöchiges Praktikum an einer Gehörlosenschule bei einem Sportlehrer. Da merkte ich, dass wenn der Sportlehrer etwas mit LBG machte, obwohl ich damals noch nicht richtig wusste, was LBG ist, dass es die Kinder nicht verstanden. Sie waren unsicher. Der Lehrer bat mich, die Erklärungen zu wiederholen. Ich gebärdete es und die Kinder legten sofort los. Da fiel mir auf, es geht um die richtige Sprache.
Olaf ist klar, er möchte Lehrer werden. Doch bei der Berufsberatung heißt es, als Gehörloser könne er kein Abitur machen. Trotzdem überwindet er alle Widerstände, macht das Abi und studiert Gehörlosenpädagogik. Als erster Gehörloser in Deutschland. Den ersten Tag meines Studiums werde ich nie vergessen. Ich war erst einmal geschockt. Der Raum war voller Hörender. Da wurde mir richtig mulmig. Und ich wusste, das würde erst einmal eine ganze Zeit so bleiben. Ich hatte plötzlich Selbstzweifel, ob ich das schaffen werde. Das war damals nicht einfach. Heute haben Gebärdensprachdolmetschende einen anerkannten Beruf. Aber damals war es nicht so. Da dolmetschten in der Not verschiedene Personen. Ich musste das auch alles selber organisieren. Die Tutoren, die Anträge, die Abrechnungen. Aber letztlich war es mir egal. Es war insgesamt eine schöne Zeit in Hamburg. Es war besser, denn ich konnte auf einmal ganz frei gebärden. Während meiner Abiturzeit in Essen war alles lautsprachlich. Ich musste immer selber sprechen. Während seiner Studienzeit macht Olaf Praktika an Gehörlosenschulen in Südafrika und in Kalifornien. Das Referendariat absolviert er in Graz und begleitet dort die ersten bilingualen Unterrichtsversuche. Mein Ziel war es, Lehrer zu werden. Die gehörlosen Kinder warteten schon. Ich wusste, wie es ist, nicht richtig kommunizieren zu können. ...1998 beginnt er an der Berliner Ernst-Adolf-Eschke-Schule als Lehrer zu arbeiten. Ihr wisst noch, wir haben uns letztes Mal schon für Namensgebärden entschieden. Das war der blaue Kerl und das der rote Kerl. Hier sind Schimpfwörter aus dem Buch, die von Hörenden benutzt werden. Der blaue und der rote Kerl beschimpfen sich, was ja dann immer schlimmer wird. Anfangs ist es noch ganz harmlos, aber dann wird es immer mehr. Diese Worte können wir aber nicht passend mit Gebärden übersetzen. In der DGS gibt es dafür andere passende Gebärden. Ja, richtig. Stimmt. Die Gebärde für Quatsch. Die Gebärden für die Sachen aus dem Buch, wo von Hörenden andere Worte benutzt werden, finde ich spannend. Ich verstehe alles ganz klar, weil er voll in DGS gebärdet. Er gebärdet schnell und man sieht, dass er ganz gehörlos ist. Andere sind nicht so wie Herr Tischmann. Weil er gehörlos ist, verstehe ich ihn. Da brauchen wir Hilfe. Ernesto? Für mich ist die DGS meine Muttersprache, die mir meine Eltern beigebracht haben. Damit bin ich aufgewachsen. Es ist ganz klar meine Sprache. Sie ist schön, visuell und meine Welt ist stumm. Ich bin wirklich stolz auf Gebärdensprache. In der Gesellschaft von Hörenden sind wir noch nicht angekommen. Es ist noch nicht so toll. Man bekommt oft noch Mitleid und das 20 Jahre nach Anerkennung der Gebärdensprache. Wir bekommen immer noch Mitleid, Trost und Fürsorge. Das brauchen wir nicht. In der Schule oder im Beruf werden uns Sachen abgesprochen. Wir können alles, außer hören. Das ist das Einzige. Das hätte sich schon ändern können nach 20 Jahren. Schade. Matthias kommt aus Würzburg und steht kurz vor dem Abitur am Rheinisch-Westfälischen Berufskolleg in Essen. Dort ist er im Internat untergebracht. Kann ich kratzen, wenn ich angreife? Wenn das falsch ist, werde ich sauer. Ja. Ich bin hörend. Ein Star? Ja. Ich mache Musik? Nein. Ich bin ein Mann und berühmt. Im Sport? Nein. Nicht?
Ich war immer mit Gehörlosen zusammen. Im Kindergarten, in der Grund- und Realschule und hier beim Abitur. Das war sehr wertvoll. In meiner Klasse waren andere, mit denen ich mich als Peer identifizieren konnte. Eine inklusive Beschulung kam für mich nicht in Frage. Ich wäre allein, ohne andere Gehörlose gewesen. Das hätte ich nicht gepackt. Die Gehörlosenkultur ist wichtig für mich. Sie ist schön und muss erhalten bleiben. Nimm das. Das ist besser, ja. Gerade läuft die Mottowoche des Abi-Jahrgangs. Das Thema heute? Kinderhelden. Süß. Tada! Good morning, people. Good morning. Good morning. How are you feeling today? So, today, let's start with, I hope, a nice lesson for you, okay? Lehrkräfte mit einer hohen Gebärdensprachkompetenz sind in Deutschland immer noch selten. Das Berufskolleg in Essen stellt sich dieser Herausforderung. Ein Assessment Center soll die Lehrkräfte beurteilen. Auch ein DGS-Dozent soll angestellt werden. So 10 minutes time to do that. You can prepare your arguments and then we will have the panel discussion. Okay? Fabian Puffhahn war für ein Jahr als Austauschschüler an der Maryland School for the Deaf in den USA und hat dort seine Erfahrungen gemacht. Na klar, in den USA war es ganz anders. Vieles war ganz normal, ohne groß daran denken zu müssen. Zum Beispiel an Dolmetscher. Sie waren immer vorhanden. Einmal gab es an unserer Schule eine Bombendrohung. Sofort waren 2 Dolmetscher vor Ort, als mich die Polizei befragte. Hier in Deutschland wären da keine, sondern erst sehr viel später oder ich müsste schriftlich kommunizieren. Das ist in den USA anders. Auch mit Untertiteln. Man kann einfach ohne groß zu überlegen fernsehen. Es sind immer Untertitel da. Auch in der Schule gibt es keine Probleme bei der Kommunikation. Man stößt nicht so auf Barrieren. Nach dem Abitur möchte Matthias in Köln BWL-Management studieren. Doch ein Studium stellt viele Gehörlose vor große Herausforderungen. Ich wollte dich wegen dem Antrag der Dolmetschkosten fragen. Da habe ich keine Ahnung. Kannst du mir helfen? Ich schaue parallel im Internet. Dank dir. Also LVR, ja? Gut. Und dann? Und dann gehst du zum Punkt Inklusionsamt. Da gibt es den Bereich Unterstützung. Gleichzeitig zum Antrag kannst du schon Dolmetschende suchen, welche du dir wünschst. Die kannst du schon buchen. Oft ist es bisher so gewesen, dass man nicht im Voraus weiß, wie sich der Stundenplan im Semester genau gestaltet. In der ersten Woche gibt es dann doch Änderungen. Da wäre es dann nicht so einfach, erst dann Dolmetschende zu organisieren. Am besten machst du das parallel. Das Studium so ganz unter Hörenden wird nicht ohne. Das wird natürlich ein neuer Lebensabschnitt zu Unterhörenden. Dann die Lehrer, die nicht gebärden und ich muss immer auf 2 Dolmetschende schauen. Das wird was ganz Neues, da wird mir schon mulmig. Ich hoffe, ich schaffe das alles. Julia Probst wird Bayerns erste Gehörlose, die in einen Stadtrat einzieht. Sie ist im Kreisverband der Grünen in Neu-Ulm und wird in Weißenhorn für eine Kollegin nachrücken. Sie verfolgt schon lange das Ziel, Politik mitzugestalten. Als 2020 die Zahlen von der Wahl bekannt gegeben wurden, war klar, dass es knapp war und ich es nicht geschafft hatte. Schade, dachte ich. Aber ich war froh, diese Erfahrungen gemacht zu haben. Und jetzt ist die Situation so, dass ich doch reinkomme. Das freut mich und es ist etwas Besonderes. Ich bin gespannt auf das, was kommt. Meinen Glückwunsch für deinen Einzug in den Stadtrat. Toll, das freut mich für dich. Ich freue mich auch. Heike Heubach von der SPD war Kandidatin bei der Stadtratswahl 2020 in Stadtbergen bei Augsburg. Und ich möchte mich für die Gemeinschaft von Jung bis Alt engagieren. Deshalb kandidiere ich als Stadträtin. 2021 trat sie bei der Bundestagswahl an. Zum Schluss fehlte ihr ein Listenplatz für den Einzug ins Parlament. Damit wäre sie die erste Gehörlose im Bundestag gewesen. Das persönliche Budget für den Wahlkampf im letzten Jahr zu bekommen, war ein schwerer Kampf. Ich musste lange dafür kämpfen, bis ich die Bewilligung hatte. Ich musste sogar höhere Leute, zum Beispiel Abgeordnete vom Landtag, vom Bundestag und vom Bezirksrat ansprechen und bitten, dass sie eine Stellungnahme schreiben. Das ging nicht anders. 2 Politiker, der eine vom Landtag und der andere vom Bezirksrat, haben das dann gemacht. Und ungefähr eine Woche später bekam ich die Bewilligung.
Das Ganze hat mehr als ein halbes Jahr gedauert. Ich sollte ein Gutachten vom Facharzt machen lassen. Ich dachte mir, hallo, die Daten liegen in deren Haus doch schon vor. Auf welcher Grundlage haben wir denn alle unseren Schwerbehindertenausweis bekommen? Am Anfang dachte ich, dass es ein großes Problem mit der Dolmetscherfinanzierung geben könnte. Dann hatte ich ein Gespräch mit der Stadtverwaltung mit der Frage, wer die Bezahlung für die Dolmetschenden übernimmt und wie das laufen wird. Die Antwort war, dass Sie vom Gesetz her für die Übernahme der Kosten verantwortlich sind. Das hat mich erst mal beruhigt. Damit war ein Punkt schon mal abgehakt. Dann habe ich aber überlegt, wie es mit den Fraktionssitzungen sein wird. Das läuft über das persönliche Budget und das ist nicht so einfach mit dem Antrag. Weißenhorn, knapp 20 Kilometer südlich von Neu-Ulm. Hier wird Julia demnächst im Stadtrat sitzen und Politik mitgestalten. Die zweite Bürgermeisterin, Kerstin Lutz, ist mit Julia schon in Kontakt. Freust du dich schon auf die Stadtratsarbeit? Ja, ich hatte ja auf der anderen Seite den Kulturaufgaben, aber ich habe ihn getanzt. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch. Es wird bestimmt am Anfang spannend, bis sich jeder daran gewöhnt. Auch wenn wir den Dolmetscher hinbekommen. Ich habe eine neue für euch mit den Dolmetschern. Hättest du gleich Roberto Bein gesehen? Entschuldigung. Roberto Bein. Hättest du mal gesehen? Ja, ja. Ja, doch. Wir hatten auch schon mal eine Praktikantin mit, die gehörlos war und die hatte auch eine Dolmetscherin mit dabei. Wie machen wir das denn? Aber die meisten haben eigentlich gesagt, ja, das kriegen wir hin und das wird interessant. Was wäre dein erstes Thema, das du gerne im Stadtrat durchbringen möchtest? Wichtig, aber ich bin nicht. Nein, es geht ja auch. Ja, nicht nur bei ich. Nein, es geht auch kommunale Themen, was ein bisschen Weißenhorn. Da kommt total Pfand bei den Themen. Ja. Und die Leute da haben ja die Meinung gesagt. Also, die fallen mir einfach. Ja, das wird bestimmt toll, ja. Das war die Perspektive der Gehörlosen. Wie aber ist die Sichtweise von Hörenden auf uns? Kennen sie unsere Sprache und Kultur? Ich habe dafür etwas vorbereitet. Schaut einfach. So, es kann losgehen. Super, danke schön. Wir haben ein gebärdensprachliches Programm und schauen Sie mal. Da. Okay. genau, am besten da hinstellen. Also wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Das sind 5 Fragen. Und zu den Fragen gibt es jeweils eine Farbe und verschiedene Antwortmöglichkeiten und dann einfach in die jeweilige Büchse werfen, wo man die Antworten sieht. Oh, das ist eine schwierige Frage. Oh. Ich weiß, hätte ich auch gedacht. Ja, aber erst seit 2002. Na komm, entscheiden. Ich glaube noch nicht. Noch nicht. Noch nicht das ganze Außen, ja. Ja. Seit 2002 ist sie anerkannt. Aber knapp. Ich würde sagen, sie ist international. Ja, ich auch. Das ist schwierig. Ich glaube schon. Also ich würde jetzt mal sagen, international. Okay. Und sage ja. Ich glaube, das habe ich mal gehört. Ich glaube schon. Wieder richtig. Oh, okay. Gut. Ja, haben die Freunde, die gehörlos sind? Es gibt Dialekte in der Gebärdensprache. Es gibt einen Berliner Dialekt. Dann gibt es einen Dialekt, der eher aus dem norddeutschen Raum kommt, Hamburg. Es gibt verschiedene Dialekte. Und man kann jemanden, wenn jemand gebärdet, relativ schnell der Region zuordnen. Also so wie in der Lautsprache. Sagen sowohl als auch. In Berlin sowohl als auch. Mischung macht's.
Ja, richtig. Stimmt. Früher war es so, dass sie halt nur die Gehörlosenschulen besucht haben und mittlerweile seit ein paar Jahren werden auch viele inklusiv beschult. Aber da gibt es verschiedene Meinungen darüber. Die einen sagen, sie sind für die inklusive Beschulung, andere sagen, sie sind nur für die Gehörlosenschule. Ich will ja nicht übersetzen. Nein. Wie viele gehörlose Personen waren das? Gar keine. Ich hoffe, es sind mehr als 10. Aber ich glaube, wenn die Frage schon so gestellt wird, kann es auch keiner gewesen sein. Null. Ich würde sogar sagen, mehr als 10. Das würde ich, glaube ich, auch sagen. Ja. Vielleicht 1 bis 10? Das wäre ein Traum, ist aber nicht so, leider null. Also auf Landesebene oder in eigenen Kommunen, Gemeinden vielleicht, ja, aber bis in den Bundestag hat es noch keiner geschafft. Oh, okay, das schaffst. Ja. Also ich würde es hoffen wir eines Tages. Ja. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich bin sehr sportinteressiert. Okay. Aber noch nie davon was gehört. Also ich denke mal Paralympics. Danke. Hat ja nichts mit dem Gehör zu tun, ob einer Sport macht oder nicht, oder? Haben ihre eigenen Deaflympics, ja, und die sind sogar schon älter als die Paralympics. Genau, das waren schon die Fragen. Danke dir. Okay, danke. Danke Ihnen. Schönen Tag noch. Dankeschön. Ja, bye bye. So, jetzt bin ich gespannt auf das Ergebnis. Interessant, die Zahlen sind ausgewogen. Die meisten liegen richtig. Einige denken, es ist schon länger her. Interessant ist aber, dass 8 Personen glauben, sie ist noch nicht anerkannt. Spannend. Gebärdensprache ist international, ganz typisch. Ja, da liegen die meisten richtig. Viele denken, es gab schon welche im Bundestag. Wie kommen sie darauf? Gebärdensprache sieht man hier und da, aber im Parlament mit Gebärdensprachdolmetscher? Ganz selten mal. Ob es mal kommt? Hoffentlich. Die wenigsten wissen, dass es Deaflympics gibt. Ist ja ehrlich gesagt auch kein Wunder. Wo sieht man etwas von den Deaflympics im Fernsehen oder anderen Medien? Nirgends. Vielleicht mal ganz selten. Fehlt wohl die Lobby. Das war wirklich interessant. Ich hatte es ja schon fast geahnt, dass da nicht so viel Wissen über unsere Sprache und Kultur vorhanden ist. Was bedeutet das also? Unsere Rechte sind in Gesetzen verankert und sie sind wichtig für uns, reichen aber scheinbar nicht, um ein stärkeres Verständnis für unsere Sprache und Kultur zu erreichen. Wir müssen also noch mehr dafür sorgen, dass im Alltag und in der Öffentlichkeit unsere Sprache und Kultur für andere sichtbar wird. Das ist auch sehr wichtig. Auf der einen Seite hat sich in den 20 Jahren nicht viel verändert. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die Gebärdensprache toll findet und Gehörlose anerkennt, gleichberechtigt. Für die ist alles in Ordnung. Auf der anderen Seite gibt es die, die gar nichts wissen und eher gehemmt sind und nicht wissen, wie sie mit Gehörlosen umgehen sollen. Das ist gleich geblieben. Aber eine Sache hat sich in den 20 Jahren verändert, und zwar im kulturellen Bereich. Hin und wieder werden Dolmetscher eingesetzt. Zum Beispiel steht dann ein Dolmetscher auf der Theaterbühne. So kann die Gesellschaft das sehen und ist interessiert zu wissen, was es damit auf sich hat und bekommt einen Zugang zu dem Thema. Und diese Veranstaltungen können wir dann auch gemeinsam besuchen.
auch cool. Ja. Aber es ist so sehr. Ulrike und Olaf haben drei Töchter. Die jüngste, Sophie, wird nach dem Abitur ihren Freiwilligendienst an einer Gehörlosenschule in Togo antreten. Caro ist die Älteste und studiert in Berlin Deaf Studies. Ich habe gerade von der Schule und von den vielen Feiern erzählt. Wenn wir zum Beispiel in der S-Bahn miteinander gebärden, ist das wie Kino für die anderen. Sie starren uns alle an, wissen nicht, was wir da machen. Deswegen ist es noch nicht so, dass die Gebärdensprache überall so richtig anerkannt ist. Und was wünscht sich Olaf von der Gesellschaft? Mit Bildung meine ich, dass es ein Ziel sein sollte und für mich wichtig ist, Chancengleichheit zu erreichen. Denn mit DGS geht alles. In den Schulen sollte aufgeklärt werden. Die Lehrer sollten auch etwas über Gehörlosigkeit wissen, dass es eine starke Kultur gibt. Die Schüler lernen dort ja alles und so wäre es auch die Verantwortung von Lehrkräften, genau darüber aufzuklären, dass es eine Gehörlosenkultur gibt, eine Gemeinschaft, eine Sprache, die anerkannt ist. Das muss in den Schulen passieren. So wachsen die Schüler als neue Generation heran und bringen das Wissen um Gehörlose mit. Es werden immer noch Worte wie taubstumm oder Zeichensprache benutzt. Man weiß immer noch nicht viel über Gehörlose. Ich bin es schon gewohnt, dass man uns Gehörlose bemitleidet. Ich bin stolz darauf, gehörlos zu sein. Was soll's, ich bin gesund. Das ist wichtig. Ich würde mir für Deutschland und für die Welt die Gleichberechtigung von Hörenden und Gehörlosen wünschen. Ob in der Schule, im Studium oder bei der Arbeit, es geht um Gleichberechtigung und keine Benachteiligung. Denn mit der Gleichberechtigung geht es einfacher. Warum dieses Thema? Für mich ist wichtig, dass Gehörlose als Politiker etwas Normales und nichts Besonderes sind. Menschen mit einer Behinderung sollten als Politiker nicht besonders auffallen. Es sollte normal sein, also das, was Inklusion bedeutet.